الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نريد كل واحد يذكر لنا فائدة من الدروس الماضية، أي فائدة؟ einen Nutzen uns erwähnt, den wir aus den vorausgegangenen Unterrichten gelernt haben. نعم، باليمين نبدأ. نعم. نعم. أترك الآن. نعم يا شيخ. عندك أنت. أولاً بناء أول الفوائد آداب طالب العلم. أخذنا أن طالب العلم لابد أن يؤدي حقوق ستة. Wir haben gelernt, dass der Schüler des Wissens sechs Rechte erfüllen muss. مع نفسه. Mit sich selber. ومع زميله. Mit seinem Kollegen. ومع كتابه. Mit seinem Buch. ومع المكان الذي يدرس فيه. Mit seinem Ort, wo er lernt. ومع شيخه. Mit seinem Lehrer. ومع العلم. Und mit dem Wissen selber. نعم. أخذنا أن مراتب الدين ثلاثة أو مراتب الإسلام لا إشكال. نعم. Wir haben gelernt, dass die Stufen in der Religion drei sind. الإسلام. Der Islam. وأعلى من الإسلام الإيمان. Und höher als der Islam ist der Glaube, der Iman. وأعلى من الإسلام الإيمان الإحسان. Und höher als der Glaube ist der Ihsan. أركان الإسلام خمسة. Die Säulen des Islam sind fünf. شهادة أن لا إله إلا الله. Das Zeugnis لا إله إلا الله. أي لا معبود بحق إلا الله. كل ما عبد من دون الله فعبادته باطل، المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. Und das bedeutet, keiner wird mit Recht und Wahrheit angebetet außer Allah. Alle, die außer Allah angebetet werden, deren Anbetung ist falsch. والنبي عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Diener, der nicht angebetet wird, und ein Gesandter, der bestätigt wird. إقام الصلاة الصلوات المفروضة الخمس. Und das Gebet verrichten, die fünf Pflichtgebete. إيتاء الزكاة. Und die Pflichtabgabe, die Zakat zu geben. صوم شهر رمضان. Und im Monat Ramadan zu fasten. حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. Und die Pilgerfahrt zum Heiligen Haus, wer dazu die Möglichkeit hat. وعرفنا الإسلام، قلنا هو الاستسلام لله بأنواع التوحيد، بالتوحيد. نعم. Und wir haben den Islam definiert und haben gesagt, es ist die Unterwerfung zu Allah mit allen Arten des Tawhid, des Einwortglaubens. والانقياد له بالطاعة على المعصية. Und dass man damit auch Taten macht, nicht sich widersetzt. والبراءه من الشرك واهله. Und dass man sich freispricht von dem Götzendienst, dem Schirk und allen seinen Angehörigen. وعرفنا الايمان عند اهل السنه والجماعه. Und wir haben die Definition von اهل السنه والجماعه über den Iman kennengelernt. قولا باللسان. Aussage mit der Zunge. اعتقاد بالقلب. Und Glauben im Herzen. عمل القلب والجوارح. Und die Taten des Herzens und des Körpers. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Er nimmt zu, wenn man gute Taten macht, und der Iman nimmt ab, wenn man schlechte Taten. أركان الإيمان ستة. Und die Säulen des Glaubens, des Imans sind sechs. أن تؤمن بالله. Dass du an Allah glaubst. وملائكته. Und an seine Engel. وكتبه. Und an seine Bücher. ورسله. Und an seine Gesandten. واليوم الآخر. Und an den letzten Tag. وتؤمن بالقضاء والقدر. Und dass du an die Vorherbestimmung glaubst. وأخذنا الإحسان، قلنا أن الإحسان ركن واحد. Und wir haben gelernt, dass der Ihsan يعني يقوم على عمود واحد. Eine Säule hat, auf einer Säule steht. وتحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة، أن تعبد الله عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله. Und das bedeutet, dass du Allah anbetest in der Liebe und Hoffnung auf das, was bei Allah ist. وإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. Und wenn du nicht bis zu dieser Stellung kommst, bis zu dieser Position, dann eins drunter, und zwar, dass du Allah anbetest, wie wenn er dich تقدم علينا قليل. خليه يتقدم. يا أخي تقدم الله يهديك، بعد قليل يذهب، ما هو مشكلة. أعطينا خمس دقائق. هم يريدون يذهبون. عندنا شوي شغل بس. ها طيب. خير. طيب مرحبا. نعم، بعد هذا ماذا أخذنا؟ أخذنا أركان الصلاة و يعني وشروط الصلاة. أخذنا ما يتعلق بالصلاة. قلنا أن الصلاة لابد لها من شروط وأركان وواجبات وسنن وأيضا مبطلات الصلاة. نعم.
und wir haben die Säule des Gebets gelernt. Wir haben gesagt, jedes Gebet hat Säule und Pflichten und freiwillige Sachen und Sachen, die dieses Gebet auch kaputt machen. Und wir haben erklärt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Naam. إيتاء الزكاة وسيأتي معنا بإذن الله تعالى أن الزكاة تنقسم إلى قسمين زكاة مال وزكاة بدن هي زكاة الفطر نعم. Und wir haben die Pflichtaufgabe die Zakat gelernt und wir haben gesagt dass es zwei Teile gibt einmal das vom Vermögen und einmal das vom Körper. نعم. أخذنا صفة الوضوء شروط الوضوء وأركان الوضوء ونواقض الوضوء وصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. Und wir haben gelernt, wie man den Wudu, also die Waschung vollzieht, und zwar die Pflichten, die Säulen, die Bedingungen im Wudu und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewaschen hat. والتيمم كذلك. Und wie man Tayammum macht, also mit Erde sich reinigt. ينوي. Er macht die Absicht. بقلبه. Mit seinem Herzen. يسمى بسم الله. Er sagt بسم الله. ضربة واحدة بباطن الكفين. Er haut einmal mit beiden Handflächen auf den Boden. ثم يمسح الوجه danach wäscht er sein Gesicht وظاهر الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى und danach die rechte Außenseite danach die linke وأخذنا الاغتسال على صفتين und danach haben wir die Ganzkörperwaschung auf zwei Art und Weise kennengelernt اغتسال كامل أعلى اغتسال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم einmal den vollständigen vollkommenen Waschung und zwar die Waschung des Propheten صلى الله عليه وسلم واغتسال مجزئ und eine Waschung, die ausreicht. قلنا سواء ها اغتسل هذا الاغتسال أو هذا مجرد ما اغتسل يخرج يصلي به. Und wir hatten gesagt, ob er die vollkommene macht oder die ausreichende macht, also Waschung, beides ist gültig und man mit beiden kann man beten. نعم. نعم. الرقية الشرعية. أخذنا ما يتعلق بالرقية. Und wir haben gelernt, was etwas über die Rukia, also die أن الرقية تنقسم على قسمين. Dass man das in zwei Teile teilt. رقية شرعية مشروعة. Einmal die Rukia, die in der Religion vorgeschrieben ist und gut ist. ورقية شركية. Und eine Rukia, die ist vom Götzendienst. فالرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. Und diese erlaubte Rukia in der Religion hat drei Bedingungen. أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفات إذا كانت باب الدعاء. Und zwar, dass sie entweder vom Buch Allahs oder von der Sunna des Propheten ist oder dass es mit dem Namen Allahs gemacht wird, indem man Bittgebete spricht. Und das zweite Bedingung, dass derjenige, der diese Ruqya macht, das Worte spricht, die man versteht und so laut, dass auch alle es hören. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Und die dritte Bedingung ist, dass derjenige, der diese Rukia macht, fest daran glaubt, dass diese Rukia nur ein Mittel ist und derjenige, der das Gute bringt und den Schaden abwendet, nur Allah ist. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة تنتقل الرقية من شرعية إلى شركية. نعم. Und wenn eine dieser Bedingungen fehlt, dann wird aus dieser vorgeschriebenen guten Rukia eine falsche Rukia, die Götzendienst bedeutet. نعم. طريقة السلف في حفظ القرآن. أخذنا طريقة السلف في حفظ القرآن. أنهم لم يتركوا حفظ القرآن. يحفظ القرآن في كل يوم. ولم يتركوا تدبر القرآن في كل يوم. يقرأوا تفسير هذه الآيات واستعينوا بالله على العمل. نعم. Wir hatten durchgenommen, wie die rechtschaffenen Vorfahren den Koran auswendig gelernt haben. Und zwar, dass sie jeden Tag auswendig gelernt haben und es danach verstanden haben und danach Allah darum um Hilfe gebeten haben, das zu praktizieren. Naam. Shurut al-Jum'a. Akhadna ma yata'allaq bi yawm al-Jum'a. Wa ma yata'allaq bi khutbat al-Jum'a wa al-Salah. Naam. Wir haben gelernt, was man an einem Tag des Freitags macht, was man während der Kutba macht und mit dem Gebet. Naam. أخذنا أن عمارة المساجد عمارة حسية وعمارة معنوية عمارة حسية بالبناء والنظافة والفرش نعم والإضاءة مثلا Wir haben gelernt, den Anstand in der Moschee. Wir haben gesagt, man kann diese Moscheen aufbauen auf zwei Art und Weise. Einmal in Wirklichkeit aufbauen und einmal mit der Bedeutung. Die Wirklichkeit bedeutet, dass man diese Moscheen baut und sauber pflegt und einen Teppich
وعمارة معنوية. وهي المهمة. أن نجعل المساجد عامرة بذكر الله. توحيد. Dass wir diese Moscheen füllen mit dem Gedenken Allahs, mit dem Eingottglauben. صلاة. Und dem Gebet. قراءة قرآن. Das Koran lesen. مواعظ خطب. Und hier Predigten und Ermahnungen halten. وضد هذا خراب للمساجد. إما حسي أو معنوي. Und alles, was das Gegenteil von diesen ist, bedeutet die Zerstörung dieser Moscheen. Sei es in Wirklichkeit oder in der Bedeutung. الهدم. ورمي الأوساخ هذا حسي. Zum Beispiel die Zerstörung dieser Moschee oder hier Dreck reinzuschmeißen, das ist in Wirklichkeit Zerstörung. وأشد من هذا الخراب المعنوي. Und schlimmer als das ist, dass man versucht, mit der Bedeutung hier zu zerstören. يجعل المساجد مكان للشرك. Er macht, die machen zum Beispiel die Moscheen zu einem Ort, wo Schirk, also Götzendienst gemacht wird. البدع. Oder Neuerungen in der Religion. يجعل المسجد كالمطعم للطعام والشراب وكالفندق في النوم. Und er macht die Moschee zum Beispiel zu einem Restaurant oder zu einem Hotel, wo nur gegessen und geschlafen wird. يتكلم عن الاقتصاد وارتفاع الأسعار والبيع والشراء. Er redet von Kauf und Verkauf und von dem Erhöhen der Währung und weiter. عن السياسة والقومية والحكام. Und er redet über die Herrscher und über die Politik. ويتكلم عن بعض الفرق. فرق الضالة. Und er redet über die anderen Gruppen, die irregeleitet wurden. يا أخواننا الذي يريد الآن أن يكون مثلا مع داعش. نعم. Jetzt, wenn jetzt hier zum Beispiel jemand mit dem ISIS sein will. لماذا يأتي المسجد هنا ويتكلم عن داعش؟ لماذا؟ Warum kommt er in diese Moschee und redet darüber? يخرج ويأخذ تذكرة ويسافر لهم يكون معهم لأن المرء مع من أحب. Er soll doch hier weggehen und sich ein Visum holen und dorthin gehen zu ihnen selber. Weil der Mann ist mit denjenigen, die er liebt. لماذا يبقى معنا؟ Warum bleibt er mit uns? ثم إذا أراد أن يلتحق بهؤلاء، هؤلاء لديهم شروط أيضا. Und wenn er sich auch denjenigen anschließen will, die bei ihnen sind, die haben auch Bedingungen. أول شيء قبل أن يكفرنا، لابد يكفر من؟ والده وأخيه وابنه وعمه وخاله يقتلهم لأنهم كفار قبل أن يقتل البعيدين عنه يقتل القريبين منه نعم من الذكور. Und dieses ISIS, diese Organisation, die haben Bedingungen. Wenn er dahin gehen will, er muss erstmal diese Bedingungen erfüllen. Und zwar, er muss erstmal zu seinem Vater und zu seinem Sohn und zu seinem Onkel und zu seinem Bruder Ungläubiger sagen und sie erstmal umbringen und danach kann er dahin gehen. هذا ما يتعلق بالرجال. أما النساء لابد أن يسلم كل النساء عندهم لمن؟ لهؤلاء حتى نسأل عافية السلامة يتسرع ويزنوا بهم. Und das ist das, was er machen muss mit den Männern. Was die Frauen angeht, er muss diese Frauen alle dorthin geben, damit sie verkauft werden. ثم الآن مثلا أنا لو أقول لكم الآن تبايعونني على السمع والطاعة وعلى الخلافة أنا أنادي بالدولة المسلمة والخلافة الدولة الإسلامية تبايعونني؟ Wenn er jetzt fragen würde, hier unter uns, er will von euch den Treueeid und den Schwur, dass ihr ihm gehorcht, egal in welcher Situation, und er baut jetzt einen neuen islamischen Staat auf. Würdet ihr ihm den Treueschwur geben? تترددوا, صح? Keiner würde es machen, stimmt? فما بالك من يريد الخروج من هنا إلى أماكن لا يعرفها ولا يعرف هذا الرجل ولا عقيدته ولا من هو ولا ما أصل ولا ما يكون ويريد يخرج ويبايع الشيطان. لو خرج الدجال الآن قد يخرج أناس يبايعون صحيح والله نعم. Wie kann es dann sein, dass eine Person von hier aus bis dorthin geht und dort irgendeinen Mann, den nicht kennt, von dem nichts weiß, seine Akida, seinen Glauben nicht kennt, einfach die Hand streckt und ihm den Treueeid gibt, den Schwur gibt. Es ist wie wenn verspricht, dem Shaitan zu gehorchen. Und wenn jetzt in dieser Sekunde der Lügen-Messias kommen würde, viele würden gehen und ihm schwören, ihm zu folgen. هل معنى هذا أننا لا نحدث أنفسنا بالجهاد أو ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله؟ لا. Und das bedeutet auch nicht, dass wir nicht uns selber zu dieser Anstrengung und Kampf selber dazu überreden oder nicht, dass wir sagen, wir reden nicht mehr darüber. Wir bitten sogar Allah, dass er uns
das Märtyrertum gibt auf seinem Weg. هل يعني هذا أن لا نساعد إخواننا المستضعفين؟ Heißt das jetzt, dass wir nicht unsere schwachen und unterdrückten Brüder helfen? لا, لكن نساعدهم بما أفتانا كبار العلماء. نعم. Und doch, wir helfen den Schwachen und den Armen, aber wir helfen ihnen so, wie uns unsere großen Gelehrten sagen. والله سبحانه وتعالى أمر عند النوازل والأمور العظام نرجع إلى من؟ إلى كبار العلماء. فرجعنا إليهم. نعم. Und Allah hat uns befohlen, dass wir, wenn etwas passiert oder in einer Situation sind, zurück zu unseren großen Gelehrten kehren und sie fragen. Und das haben wir getan. بعض الناس يقول هؤلاء كبار العلماء أخطأوا في منعنا. Und viele Menschen sagen, die großen Gelehrten haben einen Fehler gemacht, indem sie uns verhindert haben, dort teilzunehmen. لو كانوا أخطأوا, لو افترض أنهم أخطأوا. نعم. Angenommen, jetzt, sie haben einen Fehler gemacht, euch zu hindern, dahin zu gehen. لو كان هناك إثم علما. Wenn es eine Sünde geben sollte dahin, wer bekommt die Sünde? عليهم وأنت صنعت الذي أمرك الله به بالرجوع إلى كبار العلماء. Und die Sünde wäre dann bei ihnen selber. Und du selber hast das gemacht, was Allah dir befohlen hat, und zwar die großen Gelehrten zu fragen. ثم بعض الناس إخواننا ما يستطيع على جهاد نفسه أصلا. Und man muss auch erwähnen, dass viele Brüder nicht mal sich selber gegen sich selber eine Anstrengung machen. نسأل الله عافية السلامة لا يستطيع أن يأتي الصلوات المفروضة مع الجماعة أو يترك المحرمات أو يصنع يسرع ويريد يجاهد الكفار. جاهد نفسك أولا ولا بد قبل مجاهدة الكفار. Er schafft es nicht mal zu dem Pflichtgebet zu kommen, zum Gebet aufzuwachen, mit sich selber zu verändern und danach will er gehen und mit dem Ungläubigen kämpfen. Er soll erstmal gegen sich selber. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا لعن الله اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله من آوى أي ضمه إليه وحماه وأمده بالطعام والسلاح والسكن أو ترك ويبقى معنا في هذا المسجد. نعم. محدثا الإحداث يعني التغيير إما في الدين أو في شؤون الأمة. إحداث في الدين الروافض والخوارج والدواعش, وفي شؤون الأمة السارق والقاطع الطريق. نعم. Allah hat denjenigen verflucht, also von seiner Barmherzigkeit entfernt, der jemanden bei sich aufnimmt, der die Umma verändert im Schlechten. Entweder in ihrem Glauben, also in ihrer Aqida, oder der jemanden aufnimmt, der geklaut hat oder ein Verbrechen gemacht hat, er nimmt ihn bei sich zu Hause auf und gibt ihm Essen und Trinken und beschützt ihn. فالذي يساعد هذا على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو ملعون هو مطرود من رحمة الله. Also derjenige, der diesen Verbrecher hilft und schützt, er ist verflucht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und vertrieben von der Barmherzigkeit Allahs. Na. لابد في لا إله إلا الله من ركنين. نعم. Und wir haben gelernt, dass لا إله إلا الله auf zwei Säulen steht. نفي وإثبات. Verneinung und Bestätigung. ينفي جميع ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله فعبادة باطلة. Zunächst verneint alles, was außer Allah angebetet wird. Denn alles, was außer Allah angebetet wird, ist falsch. وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. Und bestätigt, dass die Anbetung nur Allah gebührt. نعم. نعم. الصدقة. الصدقة. نعم. نعم. فضل الصدقة. طيب. نعم. غسل الميت. قلنا هذا سيأتي معنا أن الدروس المهمة فيها. Und wir hatten erwähnt, dass wichtige Unterrichte für die gesamte Umma gibt. طريقة حفظ القرآن. Wie man den Koran auswendig lernt. والتوحيد وما ضد التوحيد الشرك. Und den Eingottglauben und das Gegenteil davon der Schirk. والصلاة. Und das Gebet. والوضوء والتيمم والاغتسال. Und die Waschung und das Gebet und den Tayammum. وتغسيل الميت التكفين والصلاة عليه. Das Waschen des Toten, die Kleidung des Toten und das Gebet auf ihn. والآداب والأخلاق الإسلامية. Und die Anstand des der islamischen Religion. نعم. توحيد الأقسام الثلاثة. أخذنا أن تعرفنا التوحيد شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
Und wir hatten gelernt, dass der Tawhid, der Einwortglaube, in drei Aspekte geteilt wird. Der erste Aspekt ist Allahs Einheit in der Herrschaft. Der zweite, Allahs Einzigkeit in seinen Namen und Eigenschaften. Und der dritte, Allahs Einzigkeit in seiner Anbetung und Göttlichkeit. Tawhid al-Rububiyya, Afrad Allah subhanahu wa ta'ala, bi-af'ali, Afrad Allah subhanahu wa ta'ala, bil-Khalqi, wal-Mulki, wal-Tadbir. Und der erste Teil, Allahs Einheit in der Herrschaft, bedeutet, dass Allah der Einzige ist, der erschafft, verwandelt und gibt. توحيد الألوهية أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأفعال العباد. Und der zweite Teil, die Einheit Allahs in der Anbetung bedeutet, dass man Allah einzig anbetet und keine andere angebetet wird. توحيد الأسماء والصفات أفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. Und die Einheit Allahs in den Namen und Eigenschaften bedeutet, dass nur Allah die höchsten und vollkommenen Eigenschaften und Namen zustehen. نعم. ذكرنا أن ترك التارك لصلاة الجماعة وهو مسلم بالغ عاقل قادر فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. Und wir haben gesagt, dass derjenige, der ein Mann ist und volljährig ist und bei Verstand ist und die Kraft dazu hat und trotzdem nicht in die Moschee kommt, um das Gemeinschaftsgebet zu beten, dass derjenige eine große Sünde gemacht. فما حكم من ترك صلاة الجماعة؟ Was ist also das Urteil darüber, über denjenigen, der das Gemeinschaftsgebet unterlässt? Wir bringen ihn zur Moschee. Und wir bringen dazu auch hier zu sein. أخذنا الشرك أن الشرك انقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. Und wir haben den Schirk, den zwar, dass er sich in zwei Teile teilt, den großen und der kleine Schirk. ولا بد من الحذر من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. Und trotzdem muss man sich sehr weit von entfernen und warnen vor dem großen und dem kleinen. فإذا مات نسأل الله عافية والسلام على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. Und wir mögen Allah bewahren, wenn jemand stirbt auf diesem großen Schirk, dem ganzen Dienst, dann ist er für alle Ewigkeiten der Hölle. وَإِذَا مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ يُعَذَّبْ بِقَدْرِ الشِّرْكِ ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. Und wenn er auf dem kleinen Schirk stirbt, dann wird er so lange bestraft, wie er Schirk gemacht hat, und danach kommt er ins Paradies. وَإِذَا تَاب مِنَ الشِّرْكِ سَوَاءً كَانَ أَكْبَرْ أَصْغَرْ تَابَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ. Und wenn er bereut, sei es vom großen Schirk oder vom kleinen, dann wird Allah seine Reue annehmen. فعندنا مراتب أربعة. Also haben wir vier Stufen. صغائر. Kleine Sünden. وأعلى من الصغائر كبائر. Und eins drüber die großen Sünden. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. Und über den großen Sünden ist der kleine Schirk. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. Und größer als der kleine Schirk ist der große Schirk. لابد أن نجتنب هذه المراتب الأربعة. Und es gehört sich uns, dass wir alle diese vier Stufen der Sünden unterlassen. لأن الصغائر تؤدي للكبائر. Weil die kleinen Sünden bringen dich zu den großen Sünden. والكبائر تؤدي للشرك الأصغر. Und die großen Sünden führen zum kleinen Schirk. والشرك الأصغر يؤدي للشرك الأكبر نسأل الله السلام. Und der kleine Schirk bringt dich irgendwann auch zum großen Schirk. وذكرنا أمثلة على الشرك الأكبر وأمثلة على الشرك الأصغر. Und wir haben Beispiele für den großen Schirk erwähnt und Beispiele für den kleinen Schirk. الله أعلم نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر نكمل ما تبقى من الدروس المهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Es wird inshallah nach dem Asr weitergehen mit den restlichen Sachen, die wir durchgenommen haben. Wir zeigen es.